Einen wunderschönen guten Tag, Leute. Ihr seht richtig, wir sind in einem, sag ich mal, etwas älteren Spiel. Also nichts brandaktuelles. Wir sind in Fallout 4. Und ich habe mir das DLC Far Harbor zugelegt. Ich bin aber auch schon mittendrin. Also ich habe schon ein bisschen angefangen. Wir sind jetzt... Also die Insel... Oder die Geschichte geht halt darum, dass wir ein Kind finden sollen, was abgehauen ist von seinen Eltern und ist halt hier auf dieser Insel, ich kann euch das mal zeigen, ist halt hier auf dieser Insel gelandet. Und ja, wir sind hier in Far Harbor gestrandet und das Kind glaubt, es ist eins von diesen Synths, von diesen ja, Maschinenmenschen, sage ich jetzt mal. Und wir sollen jetzt quasi rausfinden, ob das stimmt oder zumindest dem Kind ein bisschen unterstützen, weil es will nämlich nicht einfach wieder mit nach Hause kommen. Also wir haben es schon gefunden. So, und wir sollen jetzt... Das Kind glaubt nämlich, der Anführer... Wie heißt der Anführer? Da muss ich jetzt nochmal gucken. Dima, genau. Der ist irgendwie korrupt, glaubt das Kind. Und das sollen wir jetzt rausfinden, ob das stimmt. Und deswegen müssen wir uns jetzt quasi in diese Kinder des Atoms infiltrieren. Das heißt, wir müssen jetzt quasi denen helfen und dann uns in das Gedächtnis von diesem Dima, von diesem Anführer hacken. So, und dazu müssen wir jetzt halt erstmal ein paar Aufgaben für die Kinder des Atoms erledigen. Und die nächste Aufgabe ist jetzt hier erstmal zu dieser Kirche zu gehen. Und das machen wir jetzt mal. Ich laufe hier übrigens die ganze Zeit in meiner Power-Rüstung rum. Weil hier ist alles verseucht. Die ganze Insel ist dermaßen verseucht. Da redet jemand. Wir platzen mal rein. Ich glaube, die sind ein wenig durch. Sagen wir mal so. Die haben wohl... Warum bewegt er sich? Okay. Bin ich jetzt verrückt oder habt ihr das auch gesehen? Alle total bekloppt. Naja. Was? Genau, die Schwester gewinnt. Das ist ein heiliger Ort. Was willst du hier? Suchst du die Wahrheit des Nichts? Ja. Ja, ich würde sagen, wir... Für deine Blasphemie wirst du bezahlen. Komm, Kind. Ja, direkt ins Hirn. Nochmal. Jawohl. Das war jetzt nicht so schwer. So, und jetzt war es das schon. Wir sollen jetzt auch wieder zurückkehren. Ich denke mal, wir können jetzt auf der Karte direkt springen. Und zwar... Moment, den Pumpenregulator. Den müssen wir eigentlich auch noch... Komm, den holen wir auch noch. Das soll allerdings nicht so einfach sein. Weil wir müssen da nämlich in so eine... Ich glaube, es ist eine Lagerhalle oder eine Fabrik. Oh, oh. Ja, mit dem legen wir uns mal nicht an. Der hat nämlich eine fette Panzerung. Ja, der Vollidiot hat sich schon mit dem angelegt. Ah, da könnte ich platzen. Dass der nicht einfach mal sein lassen kann. Ja, jetzt soll er halt verrecken. Oh, was geht hier ab? Ich glaube, das hatte ich schon mal gefunden. Oh, ne. Doch nicht. Insta-Püree. So, wir müssen hier lang. Also diese Kinder des Atoms, die glauben halt, dass durch diese Strahlung, dass diese Strahlung von diesem Atom, von diesem Gott quasi kommt und dass das alles ganz wundervoll ist. Kann ich mir aber irgendwie nicht vorstellen, dass Strahlung gesund ist. So. Oh je, das ist ja eine Riesenanlage, Leute. Eine Riesenanlage. Wie kommen wir überhaupt dahin? Alter Latz.
Ja, ich sehe es schon, wir müssen außen rum. Hüpf. Bam. Oh, guck mal, wir haben gar nicht mehr so viel Gesundheit. Ich ziehe mir mal ein Stimpack rein. So. Hier müsste diese Brücke sein, genau. Oh, scheiße. Genau das meinten die. Ich speichere mal eben. Genau das meinten die. Cool, ich habe irgendwo einen Sniper. Genau. Na, ich will aber eigentlich eher den Kopf. Atem anhalten. Ins Gesicht. Der hat gesessen. Der hat gesessen, sage ich euch. Noch einer ohne Fahrkarte oder was? Ich sehe erstmal gerade keinen. Muss aber nichts heißen. Wir sind mal ein bisschen vorsichtiger hier. Siehste? Siehste? Das war nämlich klar. Wo ist er denn hin? Wo ist der? Da! Wir sind hier nicht allein. Ha! Hä, wieso habe ich denn jetzt so viel Strahlung gerade abbekommen? Schießt der mit Strahlen geschossen oder was? Oh, oh, oh! Ich bin viel zu nüchtern für sowas. Boah, das Gewehr ist ja echt übel. Krass. Supermutantenbiest. Komm schon. Autsch. Hä, was heißt das? Wow! Ja, das heißt das. Scheiße. Meine Powerrüstung ist dermaßen im Arsch. Ich weiß gar nicht, wo man die reparieren kann hier. Hier gibt es nirgendwo so eine Powerbank-Ding. Ist jetzt Ruhe hier oder was? Hm, ich hoffe es. Besser wir kriegen es als jemand anderes. Oh oh. Ich werde auf deine Leiche anstoßen. Scheiße, ist abgehauen. Hinterher. So. So gefällt er mir auch schon besser, der Kollege. Das sieht alles echt so krass verstrahlt hier aus. Unglaublich. Was haben wir denn hier alles? Schädel. Ah, das Übliche. Nur leckere Sachen. Oh, da geht's hoch. Unbeschädigte Kamera? Was soll ich denn damit? Nein, hier ist nichts Aufregendes. So, was hat der? Nix mehr. Hier noch irgendeiner? Ne, ich glaube nicht. Stimpack ist immer gut. Ist eigentlich so ziemlich das Wichtigste. Boah, die sind ganz schön verstrahlt, kann ich. So. Sieht besser aus, ne? Ha! Keine Strahlung und 100% Gesundheit. Aber unsere Rüstung ist völlig im Arsch. Ha, das ist echt doof. Ich sage mir immer wieder, dass ich mich mal zur Ruhe. Ich glaube, wir haben Gesellschaft. Hier ist er. Hier bei mir.
Wir sollten am besten mal unsere Munition zählen. Tja. Wenn die sich nicht beeilen, die Hunde, sind die halt mal tot. Was? Hier scheint es ruhig zu sein fürs Erste. Fleischsack. Ich will das Fleisch nicht von den ekelhaften Hunden. Was ist alles verstrahlt? Das ist ja verrückt, wirklich. Blutkäferrüssel. Oh nein. Oh nein, das wird... glaube ich, nicht so einfach, da reinzukommen. Siehst du? Das geht schon gut los. Wer schießt denn da jetzt schon? Da ist auch noch einer, den habe ich ja gar nicht gesehen. Haha. Oh, da kommt einer. Und der sieht nicht amüsiert aus. Ja, ja, ich weiß, ich hätte jetzt auch eine Nahkampfwaffe nehmen können. Das wäre wahrscheinlich besser gewesen. Wie geht denn das eigentlich mit... Habe ich gar keine Granaten ausgerüstet? Warte mal. Doch. Auf welcher Taste? Mann, ich versuche mal, ob es gibt. Blöde Ratte. Wo kommt die denn her? Jetzt schießt schon wieder jemand. So, jetzt müssen wir dieses Ding suchen, das ist das Problem. Achso, wir sollen... Wir sollen nämlich was besorgen. Ich weiß nicht, warum der so schlechte Trefferquoten am Kopf hat. So. Ist da eine neue... Oh. Oh, Leute. Da ist eine Powerrüstung. Wir gehen mal kurz schauen. Das finde ich nämlich ziemlich cool. Rechter Arm. Ups. Sitzt kaputt. Wir stellen uns mal kurz hier hin. Jetzt vergleichen wir das mal kurz. 140. Ah, unsere ist besser. Das habe ich mir schon fast gedacht. Ist egal. Wir nehmen einfach das Beste von allen. Soll ich was von dem Zeug tragen, das du rumschleppst? Nein, du sollst nichts von dem Zeug tragen, was ich rumschleppe. So, 200. 140, 90. Jetzt müssen wir mal gucken. Es ist alles kaputt. Es ist einfach alles kaputt. 300 von dem Torso. 240, 160. Nehmen wir den, nehmen wir noch von dem alten. So, Fusionskerne.
Och nee, oder? Das ist jetzt hoffentlich... Ich krieg einen Anfall, Leute. Jetzt ist es blockiert. Das ist... Da habe ich jetzt schon wieder, krieg schon wieder ein Äffchen, wirklich. Tja, wie ihr seht, war es das jetzt. Und wir können nochmal neu anfangen in der Fabrik. Da könnte ich zu viel kriegen bei sowas. Dass da nicht eine Funktion eingebaut ist, dass dann halt einfach mal... Na, weißt du was, jetzt habe ich die Schnauze dermaßen voll. Am besten jetzt noch 3 Stunden nach, dann passt das auch besser. Oh, die Waffe kann ja gar nichts. Hä? Wieso ist denn da jetzt so ein krasses Vieh? Krass, ey, was geht jetzt ab? Viel zu viel Munitionsverschwendung. Also die Variante gerade eben war besser, aber habe ich jetzt echt keinen Bock mehr drauf. Ich hasse sowas, wenn das einfach dermaßen buggy ist. Da kann ich, komme ich nicht drauf klar. Oh, oh, nee. Das wäre übertrieben. Boah, der macht mich fertig. Krasser Typ. Boah, der hält voll das Rohr drauf. Also gerade eben war es wesentlich besser. Ey! Boah, hat der mich jetzt zugerichtet. Der hat jetzt gerade mal alles zerstört, was ich habe. Krasser Scheiß. Spinner. So. Aber wo kam denn gerade diese Ratte her? Die hatten wir aber eben nicht. So, und ihr wisst genau, was wir jetzt machen. So, und noch ein Quick Save. Was habe ich überhaupt für einen Scheiß an? Achso, das war noch von so einer alten Quest. Das kann ich ablegen. So. Das ist noch was wert. Willst du das einfach so wegwerfen? Ja, das will ich einfach so wegwerfen. Jetzt geht's. Jetzt geht's. Ach komm, wir lassen den einfach da. Wobei den Fusionskern... Den nehmen wir mal mit. Und das auch. Ich hoffe, wir haben jetzt nicht zu viel. Ne, haben wir nicht. So. Ich weiß auch gar nicht, wo wir hin müssen. Ich glaube, da runter. Ja, Leute, das war der erste Teil unseres
Add-ons Far Harbor. Erzählt mir mal, ob ihr mehrere Folgen sehen wollt. Ich werde auf jeden Fall weitermachen. Das sieht echt cool aus. Also es macht total Spaß. Die Story ist cool und ja. Also Leute, wir sehen uns beim nächsten Mal. Haut rein. Danke fürs Zuschauen. Ciao.